Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen. Es gibt noch einen Skin, der nicht zu den Santa Skins passt, aber ebenfalls neues und das ist Hextech Kog'Maw. Guckt euch die Optik an, hinten der Kristall auf seinem Rücken, der rotiert. Sehr, sehr, sehr geil. Ich freue mich über den Skin, denn es gibt bereits Hextech Annie, Hextech Anivia Galio, Hextech Janna, Hextech Singed und Zeon. Und wer genau aufgepasst hat, ist, der weiß, dass doch kein ADC dabei ist. Und was interessant ist, ist es seine Zunge oder ist es so ein Zahn, der vorne raushängt? Ich glaube, das soll seine Zunge andeuten, aber wir werden das natürlich noch sehen, wenn wir über die Fähigkeiten gehen. Vielleicht hat der ja eine neue Animation. Okay, es ist tatsächlich seine Zunge. Ein Diamant. Ist schon mal ganz interessant. Das kennen wir auch, das Verspotten mit dem Schwanzwedeln. Der Tanz ist auch legendär. Also wir sehen auch in diesen Animationen, ähnlich wie bei den Santa Skins, ist nicht viel verändert. Aber wir wollen uns die Auto-Attacks mal angucken. Okay, ich habe ziemlich viel Attack-Speed, nicht wundern. Interessant. So ein. Okay, sehr, sehr, sehr interessante Projektile. Natürlich passt es zum Hextech-Genre. Und vom Sound her auch. Es hört sich vom Sound ein bisschen clunky an, aber overall fühlt es sich nicht clunky an. Also, es ist auf jeden Fall nicht schlecht und man muss es halt einfach mögen. Ist Geschmackssache. Gucken wir uns mal die Q-Fähigkeit an. Q-Fähigkeit. Okay, das ist cool. Das Projektil sieht ein bisschen slow aus, aber es gefällt mir mehr als dieser grüne Kotzschleim. Ja, einfach ein Projektil, ne? Das kennen wir, Kog'Maws Q. Jetzt heißt es, die W aktivieren. Kog'Maw klappt sich so ein bisschen aus. Ihr habt hier gesehen, so sein Geweih, seine Hörner, was auch immer. Hier sind zwei Antennen hinten, die haben sich ausgefahren. Und jetzt ist er wieder eingefahren, wenn ich die W aktiviere. Zack! Ist er wie im Boss-Modus und hier feuert er natürlich sehr verstärkt. Mir gefällt das! Das sieht sehr gefährlich aus. Das nicht so, aber wenn Kog'Maw auf dich zukommt und sich so auf dich zubewegt, ja, das passt perfekt irgendwie, der kann das ganze Team schnetzeln. Die W gefällt mir sehr gut. Jetzt gucken wir uns mal die E-Fähigkeit an. Das ist die Kotzlache, gefällt mir auch gut. Ich finde den Hextech-Kog'Maw-Skin, ich glaube, das ist mein Lieblings-Kog'Maw-Skin. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber ich persönlich finde ihn sehr cool. Das sieht alles stimmig aus. Okay. Aber das ist ja meine persönliche Meinung. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Skin findet. Zack. Auch das schon wieder. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur mein Geschmack. Alleine schon, wie das Projektil in der Luft verschwindet und wie es aufkommt. Ich mag das auch, dass man nicht hundertprozentig deutlich den Radius sieht, weil das sind immer so kleine Tricks, sag ich mal, wo man die Skins ausnutzen kann. Und die Reichweite ist natürlich auch sehr, 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 sehr krass. Gucken wir uns mal die Recoil-Animation an. Aha. LOL! LOL, wie geil ist das denn? Ihr kennt doch alle vom Rummel die Greifarme. Ah, das dauert hier wahrscheinlich zu lange. Ihr kennt doch alle vom Rummel wahrscheinlich die Greifarme, wo man erhofft, etwas zu bekommen. Okay, ich muss die maximale Lebensregeneration noch rausnehmen. So. Wo man versucht, quasi ein Geschenk zu gewinnen. Und ja, meistens geht das nicht gut. Jetzt gucken wir uns aber erstmal die Passive an. Wie sieht Kog'Maws Todesanimation aus hier? Ah, leuchtet. Die Schaltkreise sind quasi durchgedreht und der Diamant auf dem Rücken hat lila geleuchtet. Und jetzt frage ich mich eins: Warum haben wir eine Recall-Animation von 7? Hier, Revive. Okay. 40 Sekunden Recall. Das ist ja ziemlich lang hier auf dem PBE. Alright. Ich wollte nur einmal mit euch nochmal hier kurz anschauen, wie die Recall-Animation aussieht. Das ist hier, wie gesagt, zack. Guck mal aus, das Geschenk. Er versucht dem Greifarm so ein bisschen zu dodgen. Haha, fang mich doch. Am Ende kommt der Greifarm ran, aber zieht ihn nicht hoch. Und das ist genau das, was meistens immer passiert. Mir gefällt das Skin echt sehr gut. 1350, meine ich, soll der kosten. Also auch jetzt nicht übertrieben viel. Teilt mir eure Meinung mit in den Kommentaren. Schaut euch auf jeden Fall auch noch die Santa Skins an. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike KP. Haut rein und macht's gut.